Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, die DAX-Analyse für Mittwoch, den 1. Juli. Monatsauftakt, neuer Quartalsauftakt und ja, die Olle, die können sich mal rausdenken aus dem Bild, den Köter auch. Die Streifen, erkennen Sie das wieder? Das ist der Tagesschart im DAX. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Schöner Wechsel. Ja, das ist es. Ich versuche mich heute hier mal ein bisschen kürzer zu fassen. Mir ist hier durch die tolle Mehrwertsteuerumstellung heute schon der ganze Tag gefressen worden und ich habe noch nicht mal eine Lösung für mein schönes Problem damit. Also da könnte mich da echt aufregen, ey. Das sind so Sachen da. Da kriegt man mich auch mal aus der Deckung raus. Aber gut, das ist jetzt hier nicht Gegenstand von der Analyse. Deswegen, wir machen hier. Gucken mal und können hier eigentlich einen kurzen Prozess machen. Das sieht nach Long aus. Auch wenn es natürlich innerhalb der ganzen letzten Range ist, auch wenn wir mal wieder an der 400 stehen, an der wir schon gefühlt 1000 Mal gescheitert sind. Aber ich sag mal, wenn er die jetzt geknackt kriegt, eine bessere Vorlage wird er kaum noch mal kriegen halt. Ne? Wird er wahrscheinlich die Bewegung nach oben replizieren können. Dann hat er erstmal direktes Anschlusspotenzial bis vielleicht 59. Ne? Sehen Sie das hier? Das jetzt hier dann quasi nach oben. Das wäre schon denkbar. Sollte man jetzt aus dem Tageschart nehmen, zumindest solange jetzt noch grüne Kerzen hinterherkommen. Schön wäre natürlich, wenn er die 400 noch ein bisschen da durchtriggert. Könnte aber gegebenenfalls sogar per Aufwärtsskip kommen. Müssen wir mal gucken, wie er so drauf ist. Wenn er sich jetzt von der 400 plus wieder zurückzieht, naja, dann ist halt die Range das Allheilmittel. Na, dann läuft er im Zweifel zurück, weil Sie sehen ja hier auch. Long Trigger, den hat er nicht umgelegt gekriegt. So über 370, 400 sollte da drüber, das hat er nicht getan. Dann kann man das einfach Copy-Paste hier einfach mitnehmen. Und müssen aber auch sagen, wenn er das macht, sollte man sich hier so ein bisschen darauf einstellen, dass das hier dann quasi hier nochmal rauskommen kann. Wie viele Punkte hat man hier? 12.600, 11.600, knapp 1000 Punkte Potenzial von 11.950 an, von 11.960 an. Heißt Ziel 1269, ja, können wir eigentlich dort sogar schon einen Reaktionsfall auch mit einzeichnen. Wenn der DAX dann besonders gut drauf ist, kann er das erreichen. Ja, können wir hier sagen, kleine Short-Zone, kleine Short-Gelegenheit, noch bevor erreichen der 13.000 dann. Ja, und von daher, also oben raus sind die Fenster offen. Mittwoch sind eigentlich schon mal schöne Trendtage, wenn die sich eingeschossen bekommen. Können die gut Strecke machen. Das heißt, wenn unser DAX hier oben rausgeht, auch über die Hochs vom Dienstag ansteigt, hat er ganz gute Karten. Runter zu natürlich genauso, ne? Weil wenn er jetzt runterzieht, ne, was ist es dann? Dann ist es wieder ein fehlgeschlagener Ausbruch auf der Oberseite. Und ja, dann wird ihn das auch wieder tiefer drücken. Dann hätten wir hier Bereiche um 200, hätten hier Bereiche um 12.040, 12.060 rum. Vielleicht hier noch, nee, würde schon die zwei Sachen begrenzen, 200 und 12.060, vielleicht 12.060, 12.040, wenn oben die 400 nicht geknackt werden kann. Ja, also das wären so die beiden Szenarien, die wir haben. Ne, die Abwärtsbewegung wäre dann tatsächlich auch noch intakt, auch wenn natürlich hier Timing schon völlig außer Uhr ist, also. Sie sehen es, die Arbeitsbewegung wie hier wird nicht nach unten repliziert. Das nimmt viel zu viel Zeit für. Es kann auch kommen, aber da müsste halt schon ordentlich durchspucken. Und ich sage mal, so wie er den Dienstag jetzt auch gestellt hat, mit diesem markanten Vormittagstief und dann hoch. Ja, ich weiß es nicht. Also da muss er sich schon echt viel Mühe geben, wenn er da unten raus will. Da muss er schon ganz schön drücken, weil die Wahrscheinlichkeit hat er. Das muss man ja so fair sagen, wie es ist. Die hat er schon eher fast nach oben halt. Ne? Das heißt, wenn da kein Fegefeuer reinkommt und der großartig abschmiert, eher Risiko nach unten. Sie haben es gesehen, wie es am Dienstag schon war. Dann haben wir gesagt, wenn er die 9-Uhr-Kerze unter die, was haben wir gesagt, 12.240 stellt, dann wird es interessant. Ne? Also, wir haben eine schöne rote Kerze gekriegt. Nichts draus geworden aus dem Ding halt. Ne? Also direkt nach oben hochgezogen. Ja,
Von daher, ich kann hier nicht mehr viel Worte verlieren. Kümmere mich dann jetzt wieder um meine tolle Mehrwertsteuersoße da. Das ist so ein Rotz. Also ich kann mich da so drüber aufregen, warum man das so gemacht hat, warum nicht einfach Lohnsteuer oder sowas gesenkt hat. Das wirklich alle da auch was für haben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Also ich sehe es völlig an der falschen Stelle platziert. Aber gut, das ist persönliche Meinung. Das wird diejenigen, die selber sowas nicht haben, wird das gar nicht jucken. Denen wird das egal sein. Die freuen sich vielleicht, dass sie irgendwo einen Euro weniger bezahlen. Aber gut. Ja, dass man sich dann tagelang mit sowas auseinandersetzen kann, das ist. Und wahrscheinlich alle Kunden nochmal auffordern muss, einmal zu kündigen und neu einzubuchen. Das ist. Ja, ne, gut, alles klar. Okay. Ja, nee, wir machen Punkt dran. Wir haben einen Long-Trigger. Klickt doch den jetzt noch um. Das hat er jetzt noch nicht getan. Gute Chancen oben raus. Muss man einfach so sagen. Das ist eine gute Vorlage nach oben. 4,75. Behalten Sie mir ein bisschen im Blick. Und ansonsten alles, was unter 3,20 geht, alles, was unter 300 geht. Also ich sag mal so 3,30, 300. Wenn er die jetzt wieder unterbietet, das wäre halt schon komisch, ne? Weil es ist eine super Vorlage. Wenn er das jetzt wieder nach unten macht, dann wahrscheinlich wieder in die Range zurücklaufen, sich ja einfach wieder seitwärts ein bisschen drin rumhampeln. Wie gesagt, ich hätte hier die 12,60, wenn er die 12,200 unterschlägt. Aber primär ist halt seitwärts die Karre hier halt, ne? Also können hier vielleicht mal vielleicht auf die 200 noch was reinstellen, dass man sagt, okay, das wäre jetzt kleiner Short-Trigger. Aber ja, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt hilfreich ist. Der muss halt wieder ein bisschen sich einschießen, ein bisschen trenden anfangen, dass er mal aus seiner Range rauskommt. Sieht aktuell ganz gut aus, aber allerdings auch eher nach oben. Wird das Gap jetzt entscheiden, je nachdem, welche Richtung es kommt. Natürlich auch ein Ochse, hä? Dass der hier auf die letzte Minute noch hochgerammelt ist. So ein Ochse, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, der war hier noch an der 300. Okay, also ich mach zu. Brauchen hier nicht mehr Worte verlieren, als nötig sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.